Fremdgehen so beliebt ist. Oh, lassen Sie das Gefühl andauern? Woher ist sie? Ich weiß es nicht. Die Kräfte, die es gibt, andere Menschen vielleicht? Ja, andere Menschen. Du weißt, dass die niemals zulassen, dass man sich für längere Zeit wohlfühlt. Sie wollen immer, dass man am Leben verzweifelt, wenn man irgendwas Unwichtiges nicht versteht. Sie wollen immer, dass es dir mies geht, damit die sich besser fühlen. Wie ist denn dein Leben so, Lucky? Mein Leben? Ich habe nur das eine. Ich will vor allen Leuten mit dir rumknutschen, hier und jetzt. Feuermelder zum Reinschlagen. Nein, ich wette, dass du immer allen Frauen gefallen hast. Möchtest du noch einen Drink? Nein, danke. Ich nehme einen doppelten. Willst du lieber gehen? Ich habe nämlich vergessen, mein Werkzeug aus deiner Wohnung mitzunehmen. Das darf man nie vergessen. Regel Nummer 1. Du musst dein Werkzeug immer parat haben. Zahlen. Sofort, Sir. Was hast du mit den Worten gemeint, dass es nicht so gelaufen sei? Was meinst du? Was soll nicht so gut gelaufen sein? Die Kinder, nicht wahr? Ein sehr heikles Thema. Okay, dann beantworte mir eine andere Frage. Was hast du vor, mich in ein Minenfeld zu locken? Wieso kommt deine Frau damit so gut klar? Das muss doch sehr schwierig sein. Es verletzt sie sicherlich. Phil und ich hatten schon lange keinen Sex mehr. Ich meine, sie hat es so gewollt. Das war ihre Entscheidung. Aber ich weiß warum. Wir hatten vor langer Zeit mal einen sehr, sehr heftigen Streit. Und sie... Es fielen Worte, die keiner von uns mehr zurücknehmen konnte. Und so bezahlen wir jetzt dafür. Mein Ehemann will auch nicht mehr mit mir schlafen. Oder er kann nicht. Das hat er mir nicht gesagt. Schicksal, oder? Ja, Schicksal. Merci. Guten Abend, Mrs. Byron. Mr. Byron ist noch nicht zu Hause, Ma'am. Und was ist mit dem Handwerker? Ist er denn schon wieder da? Nein, Ma'am. Erwarten Sie ihn denn noch heute Abend? Nein, eigentlich nicht. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Sheriff! Bonsoir, Byron! Danke. Wofür? Fürs Mitgehen zum Bullen. Es ist immer alles möglich, Lucky. Nein, für das meiste ist es zu spät. Wieso denn? Ein Neuanfang ist zum Beispiel schwierig. Dein einziges Argument? Also, ich wüsste gar nicht, wie. Es heißt, es ist nur eine Frage von zu viel oder zu wenig.